Kühlbahn. Alles klar. Und damals in der Schule haben wir das aber auch nicht gelernt. Es wurde nicht gesagt, ja. Wo ist die Spitzhacke? Da. Isenbicke. Damals in der Schule wurde uns auch nicht gesagt, ja, ihr dürft jetzt mal platt sprechen. Oder habt ihr eigentlich platt, mal platt gesprochen? Oder wie oder was? Nee. In der Schule wurde auch einfach gesagt, ja, Hochdeutsch, sonst kommt's nicht weit. Aber dafür, dadurch geht natürlich halt auch teilweise ein Stückchen Kultur flöten, ne? Würde ich jetzt sagen. Weil auch bei euch, dem Sächsischen, das ist ja eigentlich, das ist ja ein Dialekt. Da können die meisten nichts für. Das wird denen einfach mal in die Wiege gelegt, sag ich mal. Englisch, das Deutsch. Dansk. Warte mal, kann ich das eigentlich auch auf Niederländisch stellen? Plattdeutsch. Ah, hier, Niederlands. Ah, kijk. Ich stelle es mal auf Niederlands um. Ich kann nämlich auch ein bisschen Niederländisch. Liegt daran, weil meine Mutter zum Beispiel auch, oder was heißt auch, meine Mutter kommt zum Beispiel aus Niederlande, oder meine Großeltern sind aus den Niederlanden hierher gezogen. Und Mutti, die hat einfach gesagt, ja. Oder die haben Instellingen. Oh Gott. Opslaan en terug naar het hoofdmenu. Openen voldaan. Max rapporteren. Und teilweise Niederländisch ist ähnlich, es ähnelt sehr dem Plattdeutsch und aber auch dem Englisch. Haben wir in der Nachrichtensendung eine gehört, die Plattdeutsch geredet hat. Spür mal auf Sächsisch. Alles klar, gibt's das? Taal. Eigentlich müsste da out. Okay. Gibt's das eigentlich? Gibt's den Dialekt? Somali? Sächsisch? Was? Gerät? Alles klar. Geil, das gibt's! Ohne Scheiß, das wusste ich gar nicht, dass es so verschiedene Dialekte gibt. Ich meine, es gibt Bayerisch. Es gibt Plattdeutsch. Sächsisch hätte ich mir jetzt nicht. Konnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber gut, das ist einer der bekanntesten Dialekte eigentlich. Pferdsch. Sprache. Grafik-Einstellungen. Steuerung. Ach du Scheiße. Musik und Geräusche. Fichtenholzbretter. Glasschäbe. Wie geil! Vergammeltes Fleisch. Goldbraun. Eisenschübe. Wie schön! Entschuldige, ich mach mich jetzt bitte ohne Scheiß. Nimm's nicht böser. Aber das ist ja geil! Eisenschübel. Eisenschwert. Schäger. Geil. Eisenstamm. Eisenstamm. Mit D. Eisenspitzhacke. Bruchstehen. Graue Wolle. Nee, das. Nee. Stock. Was? Stock. S-C-H-D-O-G-G. Stock. Ist der Stock.
Wie geil! Felsengörner. Fackel. Knochen. Treppe. Geil! Wie geil ist das denn? Ohne Scheiß, ich will mich jetzt nicht über deinen Dialekt oder über den sächsischen Dialekt lustig machen, ne? Aber doch. Irgendwie schon. Wie geil ist das denn bitte? Und mir kam da gerade eine Idee. Wir gehen doch mal mit der Eisenspitzhacke. Gehen wir mal dabei. Und kloppen hier die Dinger da weg. Das machen wir jetzt auf jeder Seite. Denn ich hab das vor, so wie hier aufzubauen. Erinnert mich gerade so ein bisschen an hier Traumschiff Surprise. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen, laut Maul. Schleimer. Was ist denn das? Die Schweine sind in ihre Vergangenheit gereist, um unsere Existenz zu vernichten. Einmal, da kam ein Kind, ohne Hose und ohne Schuh. Nee, ohne Hemd und ohne Schuh. Mein lieber Jens, das warst du. Ich verstehe nicht ganz, mein Imperator. Legende, der Typ. Ja. Jens, ich bin dein Vater. Alles klar, Papi, ich geh mal in die Vergangenheit. Tschüss, Kowski. Ah, schön. Da haben sie aber auch wirklich die beste Figur dafür erfunden, die es gibt. Auch so dieses, du kannst dich auf mich verlassen, Bobby. Boah. Aber auch diese Geräusche von denen. Ohne Witz, da haben sie wirklich den besten Typen für gekriegt. Also Rick Cavanian, richtig guter Typ. Und dann halt, weiß ich, dass er dieses Sächsische so richtig geil drauf hat. Oh, das ist cool. So, plopp, 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 plopp. Ich mache das jetzt mal ein bisschen anders wie in dem Video. Ich mache das jetzt mal ein bisschen anders, ja. Zacki, scheiße. Scheiße, ich hab keinen Bruststein, jo. Eieiei. Dann muss ich mal in der Höhle. Und wieder mal ein bisschen was kaputt klippen. Eieiei, ist ja ganz schön dunkel hier. So, dann mach ich mal mit der Fackel hier ein bisschen Licht. Drück meinen Spezialknöpfe. Die Fackel ist kaputt. Ne, die Hacke. Super. Habe ich noch eine zweite Hacke? Nein, natürlich nicht. Alle sind sie mit Star Wars aufgewachsen. Ich mit das mal. Oh. Scheiße, das ist ja eine Höhle. Ich habe ja ganz vergessen. Haha! Obwohl Darth Maul das. Gut, Darth Maul. Eigentlich, Darth Maul ist ja auch Star Wars. Nur eben der Charakter von Traumschiff Surprise.
Den haben sie ja, ne, so ein bisschen auf die Schippe genommen. Wie hier zu sehen ist, die böse Schippe, du. Ich meine Jens Maul, ja. Alles klar. Aber da muss ich mal... Ohne Witz, da muss ich mal ein gutes Wort für einen einlegen, der aus dem Sachsenlande kommt und eigentlich sehr... ein sehr charismatischer Typ ist. Und zwar hat der auch mal YouTube-Videos gemacht. Ist, glaube ich, sogar noch auf YouTube vertreten. Der nennt sich Tom Thompson. Und wie gesagt, der hat YouTube-Videos gemacht. Peinlich, ja, total peinlich so. Und bei dem hat man es halt auch so ein bisschen rausgehört, dass er so ein klein wenig am Sechseln war. Und der hat zum Beispiel so Auto, ganz gerne so Autorennvideos gemacht und sowas. Und der war zum Beispiel auch der Grund, warum ich dann irgendwann Streams angefangen habe und YouTube Let's Plays. So. Oha, geiler Typ. Ja. Warte mal, den kann ich... wie hieß der nochmal? Tom Thompson. Tom Thompson. Warte mal. Kopieren. So, einfügen. So, hier. Da ist der Link. Der macht leider... Vor 4 Jahren hat er sein letztes Video gemacht. Hat noch 20.500 Abonnenten. Und... Der hat auch immer sehr, sehr lange Videos gemacht. Zum Beispiel Landwirtschaftssimulator, damals noch den 17er. Hat er gemacht. Oder Ride oder Forza Horizon 3. Und das war immer so wunderschön, dem beim Quatschen einfach zuzuhören und nebenbei ihr was anderes zu zocken. Oh, Scheiße! Es ist Nacht und ich habe Zombies an. Tschüss. Also das hört man bei ihm nicht mehr so raus, aber teilweise kann man's halt, fällt es halt durch. Teilweise fällt es bei ihm halt durch. Oh, guck mal, Schatz, die Nachbarn brennen wieder. Da gibt es wenigstens noch Erfahrungsbubbles. Wenn man die noch einmal anhittet. Humi, schon guten Abend. Gut, aber da geschlossen. Alles klar. Hier, Humi. Oder hier, Mr. Einhorn. Das sollte jetzt auch wieder funktionieren. Ja, oh, schön. Gut. Ne, falls du mal Bock hast auf YouTube und so. Gut. Jetzt geht's da an den Innenbau weiter und jetzt haben wir hier ein Problem. Ich glaube, da wirst du angewispert. Bei Discord, da wirst du, glaube ich, angewispert. Weil ich keinen Bock habe, irgendwelche Spackos da auf meinem Discord zu haben, die einfach wildfremd reinkommen und dann irgendeinen Quatsch da reinposten. Und das ist halt auch der Grund, warum ich das zum Beispiel nicht öffentlich in diesen Buttons da zum Beispiel unterm Stream da habe. Problem.
glaube, ich müsste alles nochmal um einen verschieben. Abos, ja. Leider zu wenig. Oder sagen wir mal, was heißt zu wenig oder leider? Es ist halt wenig. Ich machte halt leider noch ein bisschen zu wenig. Ich habe zigtausend Videos. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Videos ich eigentlich habe. Aber ja. Dadurch, dass ich halt so weniger Abonnenten habe, eigentlich. Studio, da wollte ich hin. Ich habe 119, ja. Wie viele Videos habe ich eigentlich insgesamt? Kann man das irgendwo einsehen? Inhalte. Okay, 30 Zeilen pro Seite und ich habe 222 Seiten. Erstmal vielen Dank für das Abo. Ich mache das jetzt mal ganz stumpf mit einem Taschenrechner. 30 mal 222 Seiten. 6000 Videos. Alter Vater, ich habe 6000 Videos. Ernsthaft? Wow. Da bin ich gerade selber erstaunt, dass ich so viele Videos habe. Analytics. Aufrufe, bla bla bla. Okay, Reichweite, Interaktion. Irgendwo kann man das, glaube ich, auch noch mal sehen, wie viele Videos insgesamt ich habe. Aber erstmal, vielen Dank für dein Abo. Und zum Zweiten, ja, ich hätte manchmal gern mehr. Wie lange hast du den Kanal schon? Oh Gott, kann man das sehen? Wann habe ich den erstellt? 2017, 18? Nee, 2015. 2015 habe ich mein erstes Video am 25.05. veröffentlicht. Mit Assassin's Creed. Wow. Weißt du was? Ich würde sagen, Minecraft beenden wir hier erstmal. Ich habe mich da so ein bisschen verbaut. Und zwar müsste ich hier jetzt in der Mitte. Sekunde. Eigentlich so eine Mauer ziehen. Problem, das Ding ist vier Blöcke breit. Es ist asymmetrisch. Deswegen würde ich sagen, ich gehe nochmal offscreen bei und ziehe die Mauer einmal weiter nach links. Und dann haben wir es symmetrisch. Ja, ich kann ja, glaube ich, noch einen nach links gehen. Ja. Ich mache das nochmal offscreen und dann, okay, Mr. Einhorn, schönen Dank fürs Dabeisein. Dir noch einen angenehmen Abend. Und, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und dann auf YouTube sage ich auch schon mal Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ich mache das offscreen. Das Ding nochmal ein Stückchen breiter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.